Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Alice-Trilogie von Bullyland. Und zwar haben wir im ersten Teil diese wunderbare Alice hier ausgepackt, die aus zwei Teilen besteht, nämlich die Figur Alice und die Base. Muss man zusammenstecken, dann kriegt ihr diese wunderbare neue Skulptur für 2021. Heute schauen wir uns das weiße Kaninchen an. Kommt hier auch im Beutel mit einer Perforation. Wunderbar, hole ich gleich mal hier heraus. Und das Kaninchen wurde hier also wirklich fantastisch getroffen. Die Bemalung ist der Knaller. Wenn ihr den Trickfilm kennt, dann wisst ihr oder seht ihr, könnt ihr vergleichen, wie gut das hier von Bullyland umgesetzt wurde. Das ist schon der absolute Oberknaller. Das Fähnchen kann ich hier ganz einfach über sein Füßchen hier ziehen und das weiße Kaninchen kann hier auch stehen. Es gibt auch einen kleinen Begleittext von Bullyland dazu, nämlich Alice im Wunderland ist eine fantastische Geschichte, wie sie eigentlich nur im Traum passieren kann. Die drei beliebtesten Charaktere aus dem Disney-Klassiker Alice, das weiße Kaninchen, die Grinsekatze und Alice sind jetzt neu als Spielfiguren erhältlich. Und das weiße Kaninchen hat hier laut Händlerangabe eine Größe von 8 cm. So, die Figuren, ja, haben einen leichten Preisaufschlag bekommen. Also ihr solltet euch schon umgucken, wo ihr es am günstigsten bekommt. Im Bullyland Shop zum Beispiel kostet so eine Figur 6,99, also 7 Euro. Das ist schon heftig. Plus Versandkosten. Manche Online-Shops bieten es aber ein bisschen günstiger an. Ja, da zahlt ihr dann so 5,50, 5,75 und das ist schon ordentlicher Preis, aber okay, es sind Lizenzfiguren und sie wurden echt aufwendig gestaltet. Das kann man hier gar nicht anders sagen. Ja, und wundert euch nicht über diese komplett verrückten Augen, ja. Rosa mit pinken Pupillen und auch die Schnauze. Es sieht tatsächlich so aus, ja. Es ist der Hammer. Auch hier die Uhr, schaut euch das an. Mich wundert es ja, da Alice so schräg ist, dass die Zahlen stimmen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn die durcheinander stehen würden. Ihr seht auch, selbst diese Zeigerspitzen in Herzform haben sie noch rot bemalt. Ist das nicht der Knaller? Ziffernblatt ist weiß und die Uhr drumherum haben sie in gelb gestaltet. Aber der Rand wird hier dann auch schon wieder dunkelgelb oder ockerfarben, ne? Orange, wie auch immer ihr das interpretieren wollt. Ihr seht selbst hier oben die Aufhängung oder das Aufziehteil von der Uhr wurde unterschiedlich bemalt. Hier die Kette, die da entlang geht, normalerweise hohl, das wäre vielleicht ein bisschen zu empfindlich geworden, könnte brechen, ist ja Spielzeug in erster Linie, haben sie halt auch in diesem Orange oder Dunkelgelb bemalt, aber die Glieder an für sich in diesem helleren Gelb, das ist der Hammer, ne? Ja, die Brille haben sie in dem Fall auch weiß gelassen, ne? Pink Schnäuzelchen und ihr seht hier auch sogar den Zahn noch, ne? Das Mäulchen haben sie auch in pink bemalt. Die Kopfform ist absolut getroffen mit diesen Härchen seitlich, mit den Härchen hier oben. Auch die Länge der Ohren ist perfekt, ebenfalls innen noch in rosa bemalt. Also das ist echt eine Augenweite, genauso wie die Härchen, die man hinten noch erkennen kann. Dann hier ein hoher Kragen, der Schirm gelb und grün. Sogar ein hellgrüner Stiel, das müsst ihr euch mal geben. Darunter die Weste und ihr seht hier noch so einen orangefarbenen kleinen Knopf. Sowas haut mich immer weg, wirklich, das haut mich immer weg, wie aufwendig das gemacht ist. Ne? Seine Jacke haben sie hier in Rot gemacht und dann hat er hier oben noch so eine kleine Schleife, ebenfalls noch in Pink. Also das Ding ist der Hammer, ohne Scheiß. Ja, auch die Haltung der Hände, absolut nachvollziehbar, wunderbar comicmäßig, auch wie er hier die Taschenuhr hält, fantastisch, die natürlich übergroß ist, ganz klar. Dann hier hinten der kleine Bömmel, das Pummelschwänzchen, auch schön das Fellmuster zu erkennen. Die Hose ist blau, zieht sich ringsum und dann hier noch seine Füßchen, die haben sie wieder in weiß gemacht. Also fantastische Umsetzung, unfassbar schön gemacht und passt natürlich großartig zu unserer Alice mit dazu. Also wenn man das alles hier mit einbezieht, kann man den Preis auch irgendwo nachvollziehen. Also selten, dass man so aufwendig bemalte Lizenzfiguren sieht und einfach eine Bombenumsetzung von Bullyland. Da braucht man
gar nicht großartig drüber reden. Das ist der Knaller. So, ich stelle hier Alice mal hin und im Prinzip müsst ihr euch die Szene so vorstellen. Alice trifft das weiße Kaninchen. Ich habe keine Zeit, ne? Und rennt hier quasi um Alice rum. Und ja, ne? Da braucht man gar nichts dazu sagen. Also fantastisch, wie schön die beiden hier zusammenpassen. Auch von den Größenverhältnissen her für mich perfekt. Absolut lohnenswert. Sowieso für jeden, der Comicfiguren mag, meine absolute Empfehlung. Also selten so schöne Figuren gesehen zum Thema Alice. Das kann man anders gar nicht sagen. Ja? Großartig. Also Bulliland haut mich hier echt vom Hocker. Das ist der Hammer. Ne? Und beim nächsten Mal schauen wir uns noch die Grinsekatze mit dazu. Ganz schön massig geworden. Bin ich gespannt, wie das dazu wirkt. Werden wir uns im nächsten Video anschauen. Ich werde die beiden hier jetzt noch in 360 Grad drehen lassen. Ihr könnt das euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ich meine, die beiden alleine sehen schon großartig aus. Ja, also das ist schon ein Figurenträumchen, was ihr euch mit diesen Figuren ins Haus holt. Das kann man anders gar nicht sagen. Also Bulliland, Respekt, Props für diese wirklich fantastisch gelungene Umsetzung. Wunderschöne Sammelfiguren, kann man anders gar nicht sagen. Gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.